Und dann gucken wir weiter. Wir ja einmal so weit im Kreis laufen müssen, um da hinzukommen. Dann geht das da weiter. Ach, das soll vielleicht der Weg sein, den wir laufen müssen. Da vorne war doch wieder einer, den ich nicht gesehen habe, oder? Oh, Abstand. Man kann es auch übertreiben. Mit dem Granatenhagel. Oh. Und jetzt... Au. Weg, 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 weg. Boah. Ich muss ja einmal nur durch eigentlich. Oh ja, viel schneller. Ich habe den schon lange nicht mehr benutzt. So. Guck mal, wie gut wir das geschafft haben. Alle Gegner ausgeschaltet. Die große Mauer. Jo, das sieht doch hier eigentlich schon mal ganz beeindruckend aus so. Also Atmosphäre kommt eigentlich so in der Landschaft schon auf. In dem Spiel. So. Alle Hoffnung ruht auf dir. Wir sagen nein. Sie werden nicht von Eva nehmen. Das lassen wir nicht zu. Halt, Stand. Amanti hat sie aufgefordert, die Streitkräfte der RDA zu töten, um das Dorf zu verteidigen. Und jetzt kommen wieder eine ganze Armada. Gut, wenn es nur Hubschrauber sind. Nee, die bringen die bestimmt her. Ah, da stehen sie alle und warten bis... Aber der... Wo kommst du denn her? Wie kannst du denn hinter mir erscheinen? So. Wer ist denn noch hier? Der gerne... Schläge haben möchte. So, 6 haben wir schon. Blödes Schild hier. So, 8 Stück muss ich noch. 7. Oh ja, hier die Zellprobe mitnehmen. Wow. Und jetzt. So, jetzt haben wir ihn aber. Oh, da ist der große Turuk Maktu oder irgendwie so heißt der. Ich habe es nicht mehr genau in... So, jetzt bist du dran. Und du verteidige das Dorf. Oh ja, die Zellproben nehmen wir mit. So. So, hier geht ein großer Haufen hin. Aus
Ja, die werden hier immer gespawnt, glaube ich, ganz ehrlich. Natürlich, jetzt bei dieser Mission ist das ja noch okay, aber wenn das irgendwie der Landschaft ist und man kein Ende sieht, dann muss auch irgendwann mal Ende sein bei den Gegnern. Dass sie da nicht immer wieder und immer wieder und immer wieder gespawnt werden. Ach, so lange muss ich noch verteidigen, eine Minute. So. Na. Oh, du mit... Ah ne, das ist kein Granatwerfer. Und du jetzt. Okay. Hier hinten. Ein großer. Den machen wir zusammen. So. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und Ziel erreicht. Okay, was hat sie jetzt noch zu melden? Wir werden diesen Tag nicht vergessen. Lieder werden von Ryder berichten. Du musst einen Weg finden, zum Seelenbrunnen zu gelangen. Eva muss die Gefahr verstehen, damit sie kämpfen kann. Napli plu plu mukri. Anti Amanti meint, sie sollen sich ein flugfähiges Transportmittel besorgen, um zum Seelenbrunnen zu fliegen. Der da. Das wird das flugfähige Gefährt sein. Okay. Da hinten hat er einen Landeanflug gemacht. Dann werden wir ihm mal einen Besuch abstatten. So, er ahnt nichts. So, dieses flugfähige Modell gibt es nur einmal. Sind das die Spuren, die wir vom Fliegen machen? Das sieht irgendwie komisch aus hier, dieses Nebelsäulen. Ah ja, und jetzt fliegen wir hier lang. So. Und jetzt Landeanflug. Und absteigen. Schön mal etwas, ein anderes Modell zu haben. Mit anderer Lackierung als die anderen. So. Und jetzt, was sollen wir hier? Nivi Mati Mukre. Ach, ist das der Seelenbrunnen? Sieht so aus. Der Seelenbrunnen. Diese sieht so ein bisschen aus wie bei Harry Potter, diese Weide da, diese... Ich weiß nicht, peitschende Weide heißt sie, glaube ich. Hat mich so ein bisschen daran erinnert. Gut, hat jetzt nicht so peitschende Ärmchen oder Äste, aber so ein bisschen hat es mich schon daran erinnert. So, da sind wir und jetzt kommt doch bestimmt die RDA, wir müssen verteidigen. Oder? Oder falsch interpretiert. Ach, da kommt das. Ryder, weg da! Sie wollen den Emulator fallen lassen. Ich gehe nirgendwo hin. Es ist vorbei. Ich werde sie töten. Sie bringen uns doch alle um.
Oh, was passiert jetzt? Oh ja, Ava hat sich gewehrt. Und? Ist Falco jetzt tot? War der damit im Flugzeug? Drache heißt der, genau, Drache hieß er. Wo zum Teufel warst du? Erststimme braucht keine Zweitstimme. Das ist erst der Anfang, Danjala. Es kommen noch mehr Menschen. Wenn mehr wie du sind, besteht Hoffnung. Vorbereiten. Ein Sturm kommt auf. James Cameron's Avatar The Game. Eigentlich hatte ich nicht vor, das in dieser Aufnahme durchzuspielen. Development Team, Executive Production und so weiter. Ganz viele, na, doch tolle Männer haben hier mitgearbeitet an diesem Spiel. Und ich muss sagen, ich kann ja jetzt hier, während das Abspann läuft, so ein bisschen was sagen, wie ich es jetzt gefunden habe. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn man das Let's Playt, ist das nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man das selber spielt, also nur spielt. Das erhöht irgendwie, also bei mir erhöht es dann nochmal den Spaßfaktor, weil mir halt Let's Plays machen eigentlich wirklich Spaß macht. Und dann, das Spiel war jetzt so, muss ich sagen, nicht gut und nicht, also nicht super gut und nicht super schlecht. Es war so ein Mittelding. Also es haben sich viele Missionen einfach wiederholt. Es war eigentlich ziemlich das gleiche, denn mal in anderen Gegenden. Also es kam immer so ein bisschen langgezogen. Für mich. Also so fand ich das. Und dann zum Beispiel die und so viele Gegner, die dann immer wieder gekommen sind und man gar nicht weiß, wo die jetzt plötzlich hergekommen sind. Das hat dann so ein bisschen irritiert. Und ja, das wollte ich dazu sagen. Sonst hat mir das Spiel gut gefallen. Die Atmosphäre war gut, die Grafik war gut für so ein Spiel. Es gibt natürlich wieder weitaus bessere Grafik, aber für einen Lizenztitel war das von der Grafik her nicht schlecht. Sonst gibt es da wirklich Lizenztitel, die schlechte Qualität Grafik haben. Das liegt bestimmt daran, dass das meiste Geld einfach für die Lizenzierung weggeht und das Spiel dann am Ende nichts wird, weil sie einfach nicht mehr genügend Geld haben. So, hier kommen jetzt nochmal die ganzen Studios, die da mitgewirkt haben. International. Da kommt dann bestimmt auch irgendwann Germany. Aber darauf wollen wir gar nicht warten, glaube ich. Ich kann ja schon mal sagen, dass ich mich gefreut habe, es mit euch zu spielen. Ich bedanke mich auch, dass ihr so weit zugeguckt habt. Es ist auf jeden Fall nicht das Ende. Jetzt möchte ich nämlich gerne das aus der Sicht der RDA spielen. Das wird bestimmt auch noch ganz interessant. Das wäre denn total blind, also wirklich blind. Ich habe es noch nie in der Sicht von der RDA gespielt. Nur halt hier die Navi. Und dann sehen wir das denn, wie das da ist, ob das denn schwieriger ist. Wir haben da ja viel mehr Fahrzeuge, worauf ich mich auch freue, da diesen, wenn ihr Battlefield 2142 gespielt habt, der so wie ein Walker aussieht. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, sonst hätte ich euch das sagen können. Also, soweit bedanke ich mich bis hierhin. Wir sehen uns denn in der nächsten Aufnahme auf dem Weg, die RDA zu machen. Da sehen wir uns dann wieder bei dieser Auswahl, wo wir denn entweder den von den Navi anschießen sollen oder halt den Falco, meine ich, war das. Und ja, dann sehen wir uns bis dahin und ciao.